So, wir fangen allerdings hier an mit der Beretta 92 FS, daran zu erkennen, dass die Griffschalen mit Schlitzschrauben befestigt sind. Bei einer Beretta M9 wären das hier Imbusschlüssel. Außerdem sieht die Visierung etwas anders aus. Die 92 FS hat diese drei Punkte. Eine M9 hätte hier einen Punkt und hier einen Punkt, damit man einen Schneemann bauen kann. Dieser Schneemann wäre dann so aus. Der Kopf ist der Kopf des Ziels. Dann wäre der Körper das hier. Und der Rumpf vom Schneemann, also die Beine vom Schneemann, wären dann hier unten ein Punkt. Aber wir interessieren uns dafür, wie das gute Stück funktioniert. Dazu benötigen wir die Zeitlupe. Dann machen wir das mal mit Anklicken und Ausblenden. Dann machen wir hier alles weg, was wir nicht brauchen. Das ist eine Selbstladepistole, zugehörig zu den Rückstoßladern. Wir blenden den Schlitten aus und sehen hier dann auch schon unsere zwei wichtigen Teile. Und zwar sehen wir einmal hier den Lauf und dann den sogenannten Schwenkriegel. Dieser Schwenkriegel hat sich in den Schlitten eingeschwenkt und die drei Sachen sind beweglich nach hinten. Das heißt, wenn wir gleich das Geschoss abfeuern, wird halt durch den Rückstoßimpuls der Lauf zurückgeworfen und der Lauf nimmt dann über den Schwenkriegel halt hier auch den Schlitten mit. So, dann gucken wir mal, dass wir das Ganze abfeuern. Genau, man musste einfach hier abfeuern drücken. Dann packen wir uns hier unten das Ding, dann ziehen wir ab. Bei einer Beretta ist es relativ interessant, und zwar der Abzugstollen ist größtenteils außen an der Waffe angebracht. Das ist dieses Ding hier. Und dieses Ding wird dann von uns nach hinten gedrückt, und zwar über den Abzug wird halt dieses Ding nach hinten gedrückt. Also über den Abzug, über das Abkrümmen des Abzuges wird der Abzugstollen betätigt und der Abzugstollen wird jetzt hier gleich den Hahn betätigen. Das ist eine recht komplizierte Abzugsgruppe, die werde ich nicht im Detail erklären. Allerdings gibt es eine interessante Sache, das ist eine sogenannte Zündstiftsicherung, die müsste ich halt nur finden. Genau, hier ist die Zündstiftsicherung, das ist dieses helle Blech hier, also dieses Blech hier, das wird beim Abkrümmen des Abzuges mit nach oben gedrückt und dieses Blech hier drückt dann die eigentliche Zündstiftsicherung nach oben, das ist dieser Block hier, und zwar ist der Zündstift hier ausgelassen, das heißt, er hat hier eine Auslassung und in diese Auslassung wird halt hier ein Block eingeschoben und dieser Block sorgt dafür, dass halt der Zündstift das Zündhütchen der Patrone nicht erreichen kann, wenn dieser Block nicht nach oben gedrückt wird. Das ist eine sogenannte Zündstiftsicherung. Die sperrt halt den Zündstift so lange, bis wir wirklich den Abzug durchkrümmen. Dadurch kann der Zündstift zum Beispiel, wenn man jetzt die Waffe nehmen würde, also eine Waffe ohne Zündstiftsicherung, lässt die auf den Boden fallen und die trifft halt hier vorne mit dem Lauf auf. Kann es sein, dass der Zündstift von sich aus durch sein Behaarungsvermögen beim Fall so viel Kraft aufnimmt, die dann beim Auftreffen auf den Boden schlagartig freigelassen wird, beziehungsweise die Bewegungsenergie, die durch den Fall erzeugt wird, wird halt vom Zündstift gespeichert und wenn die Waffe auftrifft, dann hat der Zündstift ein bestimmtes Behauungsvermögen und würde dann wirklich die Waffe abschlagen. Und deswegen sieht es so aus, wenn man zum Beispiel eine Colt M1911 A1 aus den alten Serien wirklich fallen lässt und die landen wirklich vorne auf dem Lauf, dann gehen die los, weil die halt keine Zündstiftsicherung haben. Die Colt-Modelle, die kriegen dann, glaube ich, erst mit der Colt-Serie 80 bekommen die dann noch eine Zündstiftsicherung. Aber schon wieder viel zu viel Abzugsgruppe und viel zu wenig Verschlusstechnik. So, wir krümmen ab. Wir sehen, dass halt die Zündstiftsicherung nach oben gedrückt wird. Der Hahn wird losgelassen, schlägt den Zündstift. Und der Zündstift, oh, jetzt ist die Auszieherkralle im Weg. Und der Zündstift schlägt dann die Patrone in der Patronenkammer ab. Das Ganze wird abgefeuert. Vielleicht haben wir ja sogar animiertes Gas. Naja, wir haben kein animiertes Gas, aber wir haben animiertes Geschoss. Und dadurch, dass das Geschoss durch den Lauf getrieben wird, kommt es jetzt zum Rückstoßimpuls. Und dieser Rückstoßimpuls sorgt dafür, ich hätte gerne den Schlitten, dass halt Schlitten bzw. die Schlittenverschlusseinheit, der Lauf und der Schwenkriegel nach hinten getrieben werden. Und während die nach hinten getrieben werden, sieht das so aus, dass halt der Schwenkriegel gleich durch einen Schwenkriegel Steuerbolzen, genau das ist das weiße Stück hier, das ist der Schwenkriegel Steuerbolzen, der drückt gleich den Schwenkriegel nach unten, das Ganze läuft nach unten, der drückt den Schwenkriegel nach unten und dadurch, dass der Schwenkriegel nach unten gedrückt wird, wird halt die Verbindung zwischen Lauf, Schwenkriegel und Schlitten gelöst. Und das sieht dann so aus, dass das gelöst wird. So, jetzt ist der Schwenkriegel unten.
Und jetzt kann der Lauf alleine zurückfahren, während der Lauf alleine, ach Quatsch, während der Schlitten alleine zurückfährt, also die Schlittenverschlussgruppe, wird halt dabei mit der Auszieherkralle, welche sich vorher in die Ausziehernut der Patronenhülse eingekrallt hat, herausgezogen. So, jetzt kurz mal Chat lesen. Mastradamus Medal. Cosmo the God, moin. Ian Winter, das G36 hat ja ein selbstreguliertes Gassystem. Hat das irgendwelche Nachteile? Und wie gut funktioniert das mit Schalldämpfern? Ich wüsste jetzt nicht wirklich, welche Nachteile das hat. P38. So. Ich wüsste nicht, welche Nachteile das hat. Du hast eine Gasentlüftung, das heißt, selbstregulierende Gassysteme verlieren immer selber so ein bisschen Gas. Und das macht so einen kleinen Knall. Das ist aber, glaube ich, nicht so laut. Nachteile mit Schalldämpfern. Ich glaube, selbstregulierende Gassysteme haben eher Vorteile mit Schalldämpfern. Also, es funktioniert nur selten. Verstehe ich nicht. Okay, habe ich Ruger Mini 14. So, Mini 14. Ich dachte erst, du hast heute noch ein zweites Video hochgeladen. Ups, ja, kann auch passieren. So, jetzt wird die Patrone ausgezogen. Jetzt wird die Patrone gegen den Auswerfer gezogen. Der Auswerfer ist dieses Blech hier. Das ist ein gehäusefester Auswerfer. Wird dagegen gezogen und dadurch ausgeworfen. Und was bei der Beretta relativ speziell ist, ist dieses riesige Auswurfsfenster. Und zwar hat man hier quasi Schlitten, hat halt hier nur zwei an der Seite, so zwei Brücken. Und dadurch ist die Beretta halt relativ zuverlässig. Und dass man wirklich einen Auswurfsfehler hat, ist bei einer Beretta sehr, sehr selten, weil man dieses große Auswurfsfenster hat. Nachteil natürlich ist, dass das relativ verschmutzungsanfällig ist. So, jetzt blenden wir wieder zurück aus. So, jetzt kommt der Schlitten irgendwann hinten an. Und bei seinem Rücklauf hat der Schlitten natürlich auch den Hahn gespannt, aber Abzugsgruppen machen wir heute nicht, sondern eher Verschlüsse. So, jetzt wird die nächste Patrone eingeführt. Und die Beretta hat dadurch, dass halt der Lauf gerade zurückläuft, das heißt, wir haben hier keinen Lauf nach Browning-Muster, wo die Läufe erst nach hinten gezogen und dann runtergekippt werden, sondern wir haben hier einen Lauf, der gerade sich bewegt, der sich linear nach hinten bewegt, werden wir wahrscheinlich gleich sehen. GMV Animations, hey, kennst du mich noch? Dein alter Freund. Ich meine, da war irgendwas, aber ich kann mich jetzt nicht ganz genau erinnern. Panzerschreck. Panzerschreck. Ah, Spastikus, ja, Spastikus kenne ich noch, kein Problem. Segel, moin, willkommen, Stream. Machst du heute 2 Stunden? Ich weiß nicht genau. Ich glaube, wenn ich hier länger als 2 Stunden mache, gibt es ein bisschen Probleme mit dem Nasentier. Das wollte gleich noch was machen. Ach so, wo war ich stehen geblieben? Genau. Und zwar dadurch, dass der Lauf halt gerade zurückläuft und nicht abgekippt wird, haben wir den Vorteil, dass das ein bisschen präziser ist, weil halt der Lauf nicht gekippt wird. Es ist natürlich auch nicht so cool, also Waffen mit beweglichen Läufen sind ja sowieso nicht so präzise, aber es ist besser, den Lauf gerade nach hinten zu bewegen, als den Lauf abzukippen. Der Nachteil ist allerdings dadurch, also Waffen mit abkippbaren Läufen haben den großen Vorteil, dadurch, dass der Lauf nach unten gekippt wird, ist das Zuführen von Patronen ein bisschen einfacher. Hier ist es allerdings ein bisschen schwieriger und deswegen ist hier halt in dem Lauf bzw. hier in der Patronenkammer ist hier eine sogenannte Zuführrampe und diese Zuführrampe sorgt dafür, dass halt der Lauf nicht nach unten gekippt werden muss. Dadurch können Patronen trotzdem gut zugeführt werden mit einer guten, nennt sich das Zuführhöhe. Allerdings gibt es da ein Problem und zwar manche Geschosse mit komischen Geschossformen, und zwar hier bei Vollmantelgeschossen ist das kein Problem, die haben kein Problem mit diesen Zuführrampen. Es gibt allerdings Geschosse mit sehr merkwürdigen Formen, allem voran das Rippgeschoss. Das ist schon ein bisschen schwieriger zuzuführen. Also es gibt Patronen, die hier an diesen Zuführrampen hängen bleiben können. Oh, Mr. Whisky, moin, willkommen Stream. Was geht? Wie geht's dir denn so? Ja, mir geht's einigermaßen gut. Alles in Ordnung? Nein, weil du erst 1919 angefangen hast. Ja, das hat noch ein bisschen gedauert mit dem Fernseher. So, gehen wir mal weiter. So, beim Rücklauf des. Ich wollte den Abzug nicht ausblenden. Beim Rücklauf des Schlittens bzw. Verschlusses ist hier die
Verschlussfeder eingedrückt worden und durch die Kraft der Verschlussfeder wird jetzt hier die nächste Patrone ins Patronenlager eingeführt. Dabei geht halt die Auszieherkralle her und ergreift früher oder später den Rand. Genau, ich glaube, das ist bei Beretta auch relativ gut gelöst. Und zwar ist halt hier, die Auszieherkralle ist halt am Rand und die Patrone wird quasi so ein bisschen ähnlich wie beim Mauser 98-System. Gerät halt, der Rand wird unter die Auszieherkralle gedrückt und die Auszieherkralle springt nicht so asozial über die Ränder drüber. Das ist besonders sehr gut, wenn man Wiederlader ist, denn irgendwann, wenn man Waffen verwendet, wo halt jedes Mal die Auszieherkralle über den Rand bzw. über die Nut drüber springen muss, dann macht das irgendwann halt den Rand kaputt. So, das Ganze wird jetzt geschlossen. So, und jetzt sehen wir die Schließbewegung. So, und zwar stößt jetzt, das kann man hier an dieser Kante sehen, und zwar stößt jetzt der Schlitten bzw. Verschluss an den Lauf ran und treibt den Lauf nach vorne. Und dabei passiert Folgendes. Jetzt muss man hier wieder ein paar Sachen ausblenden. Und dabei passiert Folgendes, und zwar haben wir hier, genau, das habe ich eben ausgeblendet, das hier ist der Zerlegehebel. Und der Zerlegehebel ist gleichzeitig die sozusagen der Steuerungsbolzen für die Verriegelung. Und zwar wird jetzt hier der Schwenkriegel über diesen Bolzen getrieben und dabei nach oben gedrückt. Und während er dabei nach oben gedrückt wird, verriegelt er wieder den Lauf mit dem Verschluss bzw. mit dem Schlitten. So ist das Ganze entriegelt. Jetzt muss der Schütze, da das hier eine Selbstladepistole ist, den Abzug noch freigeben. Dabei kommt es dann hier hinten irgendwo zum Reset und die Waffe ist wieder feuerbereit. Das sieht man sogar ganz gut. Ich habe nur das Ding ausgeblendet vorher versehentlich. So, Rübs ausgeschnitten. Hast du Discord? Ja, ich habe einen Discord. Der ist jetzt unter dem Video, ist er jetzt nicht verlinkt, aber der ist unter allen anderen Videos, die ich habe, verlinkt. Wie heißt die App? Das ist World of Guns Gun Disassembly. Till Krausch, willkommen im Stream. Da steht unter dem Video in der Beschreibung. Als nächstes die PSS-Pistole. Die PSS-Pistole ist auch super. Ist auch richtig interessant. Moment. Nur Mods hier oder was? Wie viele sind denn bei YouTube? Bei YouTube sind 9 Leute. Steht oben links in der Ecke. Ja, ich habe alle, die regelmäßig da sind, einfach zu Mods ernannt. Ich finde das cool, wenn die alle so das Schwert davor haben. Steht es, wenn es nicht zu hell ist? Ach so, das sieht man nicht immer. Hoppala. Heute sind es nur 8, aber das wird noch mehr, ja, ich hoffe. Ach so, genau, der Reset. Und zwar haben wir hier ja den Abzugstollen. Und wenn wir jetzt den Abzug wieder freigeben, dann gerät er nach hinten. Und während der nach hinten gerät, springt der hier über mehrere Elemente drüber. Ich weiß nicht genau auswendig, welche Elemente das alle sind. Das sind dann noch der Harnsporn. Ich kenne die Abzugsgruppe von der Beretta leider nicht auswendig. Das ist das Problem. So, das ist halt groß das Verschlussprinzip des Rückstoßladers mit kurz zurückleitendem Lauf, verriegelt über Schwenkriegel. Wir können uns das Ganze nochmal so angucken. Wir ziehen ab. Dabei aktivieren wir die Zündschiffssicherung. Der Hahn wird freigegeben. Durch den Rückstoßimpuls wird alles zurückgetrieben. Dann sehen wir hier, dass der Schwenkriegel dann sozusagen den Schlitten befreit und der Lauf bleibt halt gerade. Der geht halt nur nach vorne und nach hinten und wird halt nicht wie beim Browning-System nach unten gekippt. Twitch größer YouTube. Ich mag beide Plattformen. Ich bin ja größtenteils bei YouTube aktiv, weil mir das Video on Demand einfach besser gefällt. Einfach ein Video fertig machen und dann für alle Ewigkeit hochladen. Hier auf Twitch ist die Exekutive halt mächtig, ja genau. Jetzt muss ich nochmal lesen. Hey, ich hab mal geschaut, da fand ich aber nix. Echt? Das dürfte nicht schwer zu finden sein. Unter jedem normalen Video ist halt der Discord, müsste der Discord-Server verlinkt sein. Wenn nicht, könnte ein Mod so cool sein. Könnte ein Mod so cool sein und eine Discord-Einladung schicken. Das wäre ehrenhaft. So, okay, dann würde ich sagen, das ist durch. Dann haben wir die P38, die funktioniert fast genauso.